Einen wunderschönen Samstagmorgen, 11. Dezember. Ich hoffe, ihr habt einen sehr, sehr fantastischen Start in dieses Wochenende. Wir müssen über ein Hype-Thema sprechen aus dem Frühjahr. Wir müssen natürlich über AirTags sprechen. Die waren ein großes Thema im Frühjahr. Mittlerweile ist der Hype so ein bisschen, der hat sich gesetzt, würde ich sagen. Jeder, der ein, zwei oder auch drei oder vier kaufen wollte, der hat die mittlerweile bekommen und trackt damit nun Dinge. Diese kleinen Tracker von Apple, die kann man in so Schlaufen packen oder an so einen Schlüsselbund und dann verkratzen diese AirTags dort vor sich hin und finden euch Dinge wieder. Beispielsweise wirklich verloren gegangene Dinge. Und da hilft es, dass dieser Tracker im Find My Netzwerk eingebunden ist. Das heißt, alle anderen iPhone-Besitzer, die helfen potenziell mit, euch verloren gegangene Gegenstände wiederzufinden. Allerdings lassen sich damit auch, und das ist mein häufiger Anwendungsfall, verlegte Gegenstände wiederfinden. So, wenn man einfach den Schlüssel oder die Tasche, in der so ein Tracker steckt, im Haus verlegt hat, dann kann man die zentimetergenau orten oder anklingeln lassen und spart sich wirklich, wirklich so ein paar nervige Minuten seiner Lebenszeit. Apple könnte noch weiter an der Firmware schrauben oder an der Einbindung insgesamt, weil es gibt keinerlei Einbindung in die Familienfreigabe. Ich finde, das fehlt. Wenn man so einen Tracker an so einen gemeinsamen Autoschlüssel beispielsweise hängt, dann, der kann nur einem Account zugeordnet sein. Und dann wird die andere Person ständig benachrichtigt, dass ein Tracker mit ihr herumfährt, der nicht ihrer ist. Das ist nicht ideal. Das ist ein gutes Safety-Feature, aber im Rahmen der Familienfreigabe sollte das besser gelöst werden, überhaupt gelöst werden. Die Anwendungsfälle oder die Geschichten, die wir um diese Tracker bereits gehört haben im letzten Halbjahr, die sind alle fantastisch. Also Leute haben die in Pakete gesteckt und um die Welt geschickt. Leute haben damit versucht, Autos zu klauen. Leute haben damit Fahrräder wiedergefunden. Die Geschichten reißen nicht ab und ist ganz fantastisch. 30 Euro kostet dieser kleine Tracker, in den so eine Knopfzelle gesteckt wird. Und diese Knopfzelle, die tauscht man dann einmal pro Jahr. Diese kleinen Anhängsel und Bändchen, die gibt es ganz, ganz günstig. Beispielsweise auch im Selbstdruck. Und die gibt es ganz, ganz teuer. Da kann man sich aussuchen, was man dafür möchte. Der letzte große Vorteil ist von diesen AirTags, dass die Konkurrenz im letzten halben Jahr einfach so abgesoffen ist. Also Teil hat sich verkaufen lassen und verkauft jetzt auch eure Daten mit. Und ja, die AirTags sind dadurch einfach viel, viel besser geworden, weil sie auf einem Geschäftsmodell beruhen, was nicht auf Datenverkauf aus ist. Finde ich einen großen Vorteil. Das sind die AirTags. Meine Empfehlung für den heutigen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen am Sonntag, den 12. Dezember, an dieser Stelle wieder.